Herzlich willkommen hier im Stiftungsklinikum Proselis in der Klinik für Urologie, hier am Standort im Prosper-Hospital in Recklinghausen. Mein Name ist Marco Brock. Ich bin Leiter und Chefarzt der Klinik für Urologie, minimalinvasives Operieren und Robotik. Wir sind eine Klinik, die jährlich etwa 2.500 Patienten im stationären Bereich und etwa auch genauso viele Patienten im ambulanten Sektor versorgen dürfen. Hier als Maximalversorger in Recklinghausen sind wir spezialisiert mit einem Team aus Pflegern, Oberärzten und Assistenzärzten in der Versorgung der robotischen Urologie für die onkologischen Erkrankungen. Das sind Nierenerkrankungen, Prostataerkrankungen und Harnblasenerkrankungen. Ein besonderes Augenmerk liegt hier in der Klinik in der Zentrenbildung, sodass wir in der Besonderheit mit anderen Fachabteilungen eng zusammenarbeiten dürfen. Unser Zentrum ist eines der wenigen in Deutschland, das als uro-onkologisches Zentrum schwerpunktmäßig Prostatakarzinome und Nierentumore, aber auch Harnblasentumore behandelt. Zusammen mit den Kollegen der Radiologie diagnostizieren wir hier sehr viele Tumore mit einer speziellen Bildgebung, der sogenannten Fusionsbiopsie der Prostata, die wir hier routinemäßig in lokaler Betäubung und Narkose über den Damm, also den perinealen Zugang, anbieten, um so möglichst schonend und rasch sowie zügig zu einer diagnostischen Meinung für die Patienten kommen können. Das Leitbild unserer Klinik ist neben der interdisziplinären Versorgung die individualisierte Medizin, das heißt, sowohl ein diagnostisches Konzept als auch therapeutisches Konzept wird jedem Patienten individualisiert angeboten. Die relativ häufig vorkommende Entleerungsstörung der Harnblase behandeln wir natürlich ebenso. Wir sind hier sofern auch für Frauen und Männer gleichermaßen verantwortlich und können hier moderne Lasertherapieverfahren zum Ansatz bringen. Ein weiteres Standbein in unserer Klinik ist die sicherlich ausgeprägte Zusammenarbeit mit den Kollegen der Gynäkologie und Koloproktologie im Rahmen des Beckenbodenzentrums. Die Beckenbodenklinik versorgt hier insbesondere komplexe Erkrankungen, Senkungsbeschwerden des älteren, aber auch der jüngeren Patienten. Und ebenfalls wie auch bei den onkologischen Erkrankungen werden diese Therapien dann, soweit es geht, minimalinvasiv und robotisch durchgeführt. Warum profitiert der einzelne Patient von der minimalinvasiven Therapie hier im interdisziplinären zusammenarbeitenden Zentrum? Das liegt daran, dass natürlich der Eingriff selbst so schonend wie möglich durchgeführt werden soll, um den Patienten einen kurzen Krankenhausaufenthalt zu ermöglichen, um schnell zur Gesundung zu führen.